waren in Afghanistan im Krieg, um dort den Frieden zu sichern und den Aufbau voranzubringen, um zu helfen. Sie wollten helfen, den Menschen in Afghanistan den Weg in eine bessere Zukunft zu bereiten. Sie haben in Ihrem Eid geschworen, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Sie haben diesen Eid erfüllt. Verloren haben sie dabei ihre eigene Zukunft und die Zukunft mit ihnen, liebe Angehörige. Sie haben dafür das denkbar Größte, ihr Leben, gegeben. Ihr habt tapfer und stolz für euer Vaterland gekämpft. Ihr seid eine ganz besondere Truppe, die ineinander einen Zusammenhalt gefunden hat, wie er sich nur im Kampf entwickeln kann. Unter Kameraden, die sich in schrecklichen Momenten gegenseitig gestützt haben, die den Tod zusammen gesehen haben, gemeinsam gelitten haben.
Wir alle verneigen uns vor ihm. In Dankbarkeit und in Anerkennung. Ihr habt tapfer und stolz für euer Vaterland gekämpft.